Indien sperrt den Zugang zu neuen Krypto-Exchanges. AI outperformt Bitcoin und Krypto-Analysten sagen einen Bitcoin-Preis von 32.000 Dollar für Januar voraus. Und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Nathalie, ich bringe euch jeden Tag den neuesten Krypto-Content. Abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke und lasst auch gerne ein Like da. Bevor wir jetzt loslegen, wollte ich mich zuallererst mal für euren ganzen Support bedanken. Ich habe es tatsächlich geschafft, in weniger als einem Monat die 1000 Abonnenten zu knacken. Ihr seid der Wahnsinn. Vielen lieben Dank. Denkt auch an das Gewinnspiel, wo zwei Glückliche die Chance haben, jeweils 50 USDT zu gewinnen. Das Gewinnspiel geht noch bis zum 31.12. Um euch zu qualifizieren, müsst ihr lediglich meinen Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren und ein Like und Kommentar da lassen. Viel Glück an dieser Stelle. Dann lasst uns direkt mal mit dem Bitcoin-Preis starten, der zwischenzeitlich tatsächlich unter die 42.000 Dollar und unter unser Ascending Triangle gebrochen ist, jetzt allerdings schon wieder einen ziemlich schönen Bounce hatte und wieder im Dreieck ist. Diese Volatilität ist ja etwas, was wir gestern im Video schon erwartet haben. Wir hatten ja heute Optionen im Wert von 10 Milliarden Dollar, die ausgelaufen sind, mit einem Max-Pain-Punkt bei 33.000 Dollar, was natürlich zu einem erhöhten Abwärtsdruck geführt hat. Einmal das. Und wenn wir uns den S&P 500 anschauen, können wir sehen, dass der Rücksetzer, den wir hier gehabt hatten, einen zusätzlichen Effekt auf den Bitcoin-Preis hatte. Jetzt gerade können wir sehen, dass der S&P 500 einen Bounce hat und auch Bitcoin hat es wieder zurück in das Dreieck geschafft. Bislang hat sich also nichts Grundlegendes für Bitcoin geändert. Der Trend für Bitcoin bleibt zumindest weiterhin intakt. Sollten die Bären es allerdings doch noch schaffen, den Bitcoin-Preis unter das Low vom 18. Dezember zu drücken, können wir mit einer größeren Korrektur rechnen. Bis dahin allerdings haben die Bullen weiterhin die Chance, um noch einmal zu einem weiteren Pump nach oben anzusetzen. Wir haben uns ja in der Vergangenheit schon mal darüber unterhalten, dass uns ein bullisches Breakout zum Widerstandscluster bei rund 48.000 Dollar bringen könnte, wo wir spätestens eine Rejection erwarten können. Einer der ganz wichtigen Faktoren dafür ist die Golden Pocket beim 0618er Fibonacci Level, was zumindest in der Vergangenheit immer zu einem Mid-Cycle-Top geführt hat. Interessant wird es jetzt allerdings, wenn man sich mal diesen Chart anschaut. In diesem Chart gibt es zwei wichtige Informationen. Einmal haben wir hier unten den SMI, also den Stochastic Momentum Index, und oben haben wir natürlich den Bitcoin-Preis mit einem Fibonacci Level. In diesem Fall ziehen wir allerdings nicht das Fibonacci von unserem Allzeithoch, sondern von unserem ersten Top, was wir im letzten Bullmarkt gehabt haben. Interessanterweise kann man dann nämlich sehen, dass wir tatsächlich schon ans 0618er Fibonacci gekommen sind. Wir haben also nicht nur, wie letztens besprochen, das signifikante 0,5er Fibonacci vom Allzeithoch, sondern auch vom vorherigen das 0,618er. Das ist noch nicht alles. Einen weiteren Hinweis auf eine bevorstehende Korrektur haben wir beim SMI. Jedes Mal, wenn wir in einen neuen Zyklus gestartet sind und zum ersten Mal in die überhitzte Zone gekommen sind, dann bekamen wir eine Mid-Cycle-Korrektur. Das kann man einmal hier an dieser Stelle sehen. Dann auch an dieser Stelle, hier in diesem Zyklus, war es auch das gleiche. Und auch jetzt kann man wieder sehen, dass wir wieder mit dem SMI in der Zone angekommen sind. Die große Frage ist jetzt lediglich, welches Fibonacci-Level wird sich als signifikanter herausstellen? Nehmen wir jetzt einfach mal an, es kommt jetzt wirklich zu unserer Mid-Zyklus-Korrektur. Wie tief könnten wir da sinken? Zumindest laut CryptoQuant könnten wir schon im Januar nach dem Bitcoin-Spot-ETF bis auf 32.000 Dollar sinken. CryptoQuant geht nämlich davon aus, dass es zu einem Sell-the-News-Event kommen wird. Tatsächlich haben wir uns auch schon öfter darüber unterhalten, dass es vermutlich nach der Genehmigung einen anfänglichen Pump geben wird und danach erstmal einen Dump, so wie es eigentlich bis jetzt fast immer am Kryptomarkt bei solchen Ereignissen gewesen ist. Interessant ist auch das Level von 32.000 Dollar. Das ist auch tatsächlich ungefähr der Bereich, in dem ich denke, dass Bitcoin im allerschlimmsten Fall einen Bounce sehen wird. An dieser Stelle würde Bitcoin dann einen High-Low machen und sich wieder auf dem Weg nach oben zu neuen Allzeithochs begeben. Falls ihr mehr über die verschiedenen Level erfahren möchtet, zu denen Bitcoin bei einer größeren Korrektur sinken könnte, dann verlinke ich euch hier oben rechts das Video dazu. Da erkläre ich nämlich ganz genau, wieso, weshalb und warum Bitcoin zu den verschiedenen Leveln sinken kann. CryptoQuant geht also von einem 32.000 Dollar Bitcoin im Januar aus. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass die Wahrscheinlichkeit wirklich so hoch ist, dass Bitcoin innerhalb so kurzer Zeit so tief sinken wird. Natürlich, klar, möglich ist alles. Aber ich würde schätzen, dass es doch etwas länger dauern würde, bis Bitcoin bei den 32.000 Dollar ankommen könnte. Man muss nämlich dabei auch etwas bedenken, dass selbst wenn der ETF, sagen wir mal, am 10. Januar genehmigt wird, dann würde ja nicht sofort das Trading damit beginnen. Zwischen der Genehmigung und dem Start des ETFs wird nämlich auch nochmal eine gewisse Zeit vergehen. Ich könnte mir also vorstellen, dass es tatsächlich, wenn dann einmal der ETF getradet werden kann, dass es dann zu einer größeren Korrektur kommt. Weil dann zum Beispiel die Volumina doch nicht so hoch sind, wie einige Leute erwartet oder erhofft haben. Die Vorstellung ist meistens doch etwas bullischer als die Realität. Und versteht mich nicht falsch, ich denke immer noch, dass der ETF langfristig super bullish für Bitcoin sein wird. Aber oft dauert es halt doch ein bisschen, bis das Ganze anfährt und bis der Effekt sich richtig zeigt. Ein weiterer Chart, den ich euch heute mitgebracht habe, ist dieser hier von eCoin Metrics.
Tatsächlich ist es nämlich so, dass obwohl Bitcoin in diesem Jahr eine echt starke Performance gezeigt hat, hat Nvidia aufgrund des ganzen AI-Hypes Bitcoin ausperformt. Wenn eine Einzelaktie aus dem traditionellen Finanzmarkt es schaffen kann, Bitcoin auszuperformen, zeigt uns das auf jeden Fall, wie stark das AI-Narrative gewesen ist. Jetzt gehe ich zwar davon aus, dass Nvidia keine Chance gegen Bitcoin im Jahr 2024 haben wird, aufgrund des Halvings und natürlich des ETFs, aber nichtsdestotrotz sollte man meiner Meinung nach das AI-Narrative nicht aus den Augen lassen. Ich bin mir sicher, dass wir am Kryptomarkt, wenn die richtige Altcoin-Season erstmal im vollen Gange ist, einige AI-Projekte sehen werden, die ordentlich pumpen werden. Auch wenn es jetzt gerade etwas ruhiger um AI geworden ist. Das ist vollkommen normal. Die Aufmerksamkeit am Kryptomarkt rotiert in kleinen Zyklen. Falls ihr wissen möchtet, was für AI-Coins ich auf meiner Watchlist für 2024 habe, dann schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Dann kann ich da mal ein Video drüber machen. Trotz der ganzen Fortschritte, die wir überall auf der Welt für Kryptowährungen sehen können, wie zum Beispiel die baldige Zulassung des Spot-ETFs in den USA, die Tatsache, dass Hongkong sich auch offen für Anträge eines Spot-ETFs zeigt und vieles mehr, scheint nicht jeder ganz so positiv gestimmt zu sein. Indien zum Beispiel geht zum wiederholten Male gegen Krypto vor und lässt den Zugang zu neun bekannten Offshore-Exchanges sperren, darunter auch Binance. Die anderen Exchanges sind KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bitrex, Bitstamp, Maxi Global und Bitfinex. Letzten Endes denke ich allerdings nicht, dass es irgendwelche Auswirkungen auf den Kryptomarkt haben wird. Vor allem nicht jetzt, wo das Sentiment ohnehin ziemlich bullisch ist. Außerdem, jeder, der schon etwas länger am Kryptomarkt ist, hat schon tausendmal mitbekommen, wie ein Staat versucht hat, Bitcoin oder Krypto zu verbieten. Allein China hat gefühlt schon tausendmal Bitcoin verboten und am Ende ist einfach nichts passiert. Den einzigen Effekt, den der letzte Bitcoin-Bann hatte, war, dass China etwas Hashrate verloren hat, weil einige der Miner China verlassen haben und in andere Gebiete ausgewandert sind. Auch Indien hat schon mehrfach versucht, Bitcoin zu verbieten. Aber genau das ist das Schöne an Bitcoin. Bitcoin lässt sich nicht verbieten. Und wenn überhaupt, führen solche Versuche dazu, dass die Menschen sich noch mehr mit Krypto beschäftigen und dann ihre Coins zum Beispiel nicht mehr auf Binance, KuCoin oder Maxi kaufen, sondern komplett on-chain über eine dezentrale Exchange. Zur Not holen sie sich ein VPN und können dann weiter die Transaktionen machen. Im Übrigen kann ich jedem nur dazu raten, sich ein VPN zuzulegen. Damit nicht jeder immer und überall weiß, was ihr wie und wo gemacht habt und vor allem erschwert es auch Hackern, euch zu tracken. Dann kommen wir noch zu einer Sache, wo ich mir nicht sicher war, ob ich es reinnehmen soll oder nicht, aber ich dachte, es interessiert euch. Es ist nämlich ein kleiner Hochrisikotrade, an dem ihr vielleicht interessiert sein könntet. Tatsächlich ist es nämlich so, dass jemand die Wallet-Adresse von Gotbit.io herausgefunden hat. Falls ihr nicht wisst, wer Gotbit ist ein Market Maker und zwar nicht nur irgendeiner, sondern einer der profitabelsten und der aktivsten Market Maker, der hinter Bonk gesteckt hat. Nicht zuletzt hat Bonk es durch dessen Einfluss geschafft, auf Top-Tier-Exchanges gelistet zu werden. Und was dann mit Bonk passiert ist, hat mit Sicherheit jeder von euch mitbekommen. Bis zur Spitze hatte Bonk eine Market Cap von 1,8 Milliarden Dollar erreicht. Jetzt kommen wir allerdings zum wirklich interessanten Teil. Und zwar hat man nach der Analyse der Wallet Address herausgefunden, dass Gotbit.io still und heimlich 50.000 Dollar an Analos akkumuliert hat. Das ist ein Meme-Coin auf Solana und ist eigentlich einfach nur Solana rückwärts geschrieben. Jetzt ist die große Frage, ob Gotbit vielleicht etwas weiß, was wir nicht wissen. Das kann ich euch natürlich nicht beantworten. Aber nichtsdestotrotz besteht zumindest die Möglichkeit, dass wir noch einmal einen schönen Pump sehen könnten. Ich will an dieser Stelle allerdings noch einmal ganz klar und ausdrücklich darauf aufmerksam machen, dass es ein Hoch-Risikotrade ist, bei dem ihr lediglich eine Exit-Liquidity sein könntet. Seid euch dessen auf jeden Fall bewusst, falls ihr Analos kaufen möchtet. Und packt nicht mehr rein, als ihr bereit seid, auch zu verlieren. Ich persönlich habe es nicht getan, aber ich dachte, vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Zu guter Letzt habe ich euch noch einen weiteren Bitcoin-Spot-ETF-Werbespot mitgebracht. Diesmal allerdings nicht von Bitwise, sondern von VanEck. Ich glaube, mittlerweile sollte auch dem Letzten klar geworden sein, wie bullisch das Jahr 2024 werden wird. Und dass es fast außer Frage steht, dass wir einen Bitcoin-Spot-ETF bekommen werden. Der Clip ist nicht lang und da wir uns damals den Bitwise-Spot angeschaut haben, dachte ich mir, wir könnten uns diesen auch anschauen. Das war's dann auch schon fürs heutige Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich habe euch übrigens auch schon ein Video mit meinen Top-Gaming-Token für das Jahr 2024 vorbereitet. Abonniert den Kanal und aktiviert auch die Glocke, um das nicht zu verpassen. Lasst auch gerne ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.